Ja, hallo. In diesem Video nun die Unehren arithmetischen Operatoren. Welche Unehren arithmetischen Operatoren gibt es? Einmal den Vorzeichenoperator, das ist ein Minus, und den Inkrementoperator und Dekrement. Der Inkrement sind 2 plus und der Dekrement 2 minus nacheinander folgend. Ja, der Operand eines Inkrement- bzw. Dekrementoperators muss eine Variable sein. Das heißt, der Wert im Speicher muss verändert werden können. Schreibe ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Und zwar int, Inkrement, den setzen wir auf 1. Kann natürlich auch beliebig anders gesetzt werden. Aber hier in diesem Beispiel jetzt einfach mal 1. Und um den Inkrement anzuwenden, Inkrement plus plus. Der Vollständigkeit halber lasse ich das Ganze auch jetzt mal ausprinten. System outprintln. Und wie gewohnt unsere Variable. Führe ich das Ganze mal aus. Und wir sehen eine 2. Das Ganze lassen wir jetzt auch nochmal für den Dekrement durchspielen. Kopiere ich das einfach mal. Schreibe hier Dekrement hin und dann natürlich hier ein Minus Minus. Und beim zweiten, unseren Dekrement, bekommen wir eine 0 heraus. Ja, nochmal zusammengefasst, der Inkrementoperator verändert seinen Operanden, das heißt dessen Wert im Speicher, indem er eine 1 hinzuaddiert. Und beim Dekrement genau andersrum, der verändert seinen Operanden, das heißt, dass der Wert im Speicher um 1 vermindert wird. Und diese beiden Operatoren können nicht auf Konstanten angewendet werden. Also wir schreiben jetzt einfach mal eine Konstante hinein, zum Beispiel die 1. Diese könnten wir jetzt nicht mit unserem Dekrement bzw. Inkrement anwenden. Wir schreiben jetzt einfach mal und wir sehen einen Fehler. Ja, also dieses ist hier nicht möglich. Schreibe ich jetzt nochmal Dekrement hinein. Ja, noch zur Erklärung, der Vorzeichenoperator, unser Minus, würde einfach nur das Vorzeichen vertauschen. Nun gibt es aber auch noch eine Besonderheit. Was würde nämlich passieren, wenn wir die Plus vor dem Inkrement schreiben würden? Nun im Folgenden möchte ich noch auf die Präfix- und Postfix-Notation eingehen. Zuerst will ich aber diese beiden Beispiele hier erstmal schreiben und danach werde ich sie im Einzelnen erklären. Int i und Ergebnis, also zwei Variablen brauchen wir am Anfang. Das i setzen wir auf 4 und das Ergebnis soll lauten 10 und dann plus diese 4 in der Postfix-Notation. Ja, den Unterschied werde ich Ihnen gleich erklären. Zunächst kopiere ich das Ganze aber nochmal. Und wir wollen das Ganze jetzt auf die Postfix-Notation anwenden. Ja, hier unten brauche ich jetzt nicht mehr die Variablen zu deklarieren. Die habe ich ja oben schon. Hier wird einfach nochmal i auf 4 gesetzt. Und wir wollen ja dies zur Postfix-Notation umgestalten, damit wir einen Gegensatz haben zur Präfix-Notation oben. Und das Ganze möchten wir, nachdem es immer berechnet wurde, ausprinten lassen. Ja? Dazu wieder unser System outprintln. Und hier beide Ergebnisse bzw. i und Ergebnis ausprinten lassen. Dasselbe auch nochmal unten anwenden. Und jetzt können wir auch schon ausprinten lassen. Und wir sehen, diese beiden Notationen unterscheiden sich. Ist auch klar, denn ohne Grund würde es sie ja nicht geben. I ist also in beiden Fällen 5. Das ist auch klar, denn jeweils wird der i 1 hochgezählt, jedoch mit der Besonderheit, dass hier oben, bevor dieses Ergebnis in unsere Variable Ergebnis gespeichert wird, i plus 1 gerechnet wird. Bei der Postfix-Notation ist es genau andersrum. Dort wird erst das Ergebnis hier von 10 plus, in unserem Fall 4, berechnet, in Ergebnis geschrieben und danach wird i um 1 erhöht. Und genau so unterscheiden sich diese beiden Notationen. Okay.